Guten Abend zusammen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der Schlagzeugführung. Heute stelle ich euch mal das Grundgerüst von meinem Rack-System vor. Und ja, ich würde sagen, los geht es. Dieses Rack-System hier stammt von der Firma DW und ist aus der höchsten Serie, die DW anbietet, also der 9000er Serie. Also hier haben wir es mit einem sehr, sehr hochwertigen Rack-System zu tun. Und dass das Rack-System sehr hochwertig ist, das werdet ihr in den laufenden Folgen der Schlagzeugführung noch erfahren. Also, ich beginne mal auf dieser Seite. Wir haben also hier den Fuß Nummer 1. Dieser beinhaltet hier die speziellen Gummifüße, die mit Spikes ausgestattet sind, die man rein oder rausdrehen kann, so wie man es haben möchte. Und hier haben wir also eine sehr kurze Stange. Diese ist mit einer Rackklammer verbunden. Und hier haben wir die erste 36 Zoll lange gerade Stange, die mit dem Fuß hier unten per Rackklammer verbunden ist. Dann haben wir hier eine Rackklammer und hier die erste 42 Zoll lange gebogene Stange. Dann haben wir hier den Fuß Nummer 2 und hier genau dieselbe Konstruktion, also eine kurze Stange mit zwei Gummifüßen, die mit Spikes ausgestattet sind. Dann haben wir hier unten die Klammer, diese verbindet hier diese Stange. Und jetzt kommt der Unterschied, und zwar hier haben wir einen Beckenhalter, der in dieser Stange hier integriert ist. Und hier ist also die andere Rackklammer, die hier diese Stange verbindet. Und dann haben wir hier eine weitere Rackklammer, die hier das Front Rack verbindet. Also hier haben wir die eine Klammer und hier die zweite Klammer. Und hier haben wir den dritten Fuß. Auch hier wieder eine Rackklammer, die hier diese Stange verbindet. Und auch hier ist ein integrierter Beckenhalter bei dieser Stange enthalten, der hier drauf gesetzt wird. Und dazu gebe ich noch ein paar Informationen in den nächsten Videos, wie das Ganze hier funktioniert. Dann haben wir hier die dritte 42 Zoll lange gebogene Stange. Also hier fängt sie an und hier hinten unter dem Shiner hört sie auf. Also hier haben wir dann wieder eine gerade Stange und hier unten auch den Fuß. Und ja, ich zeige euch trotzdem mal, wie das Ganze funktioniert. Also hier diese Kappe kann man abnehmen oder rausdrehen. Genau, so kann man schön rausdrehen. Und jetzt könnte man quasi hier ein Beckenhalter drauf bauen. So genau funktioniert das. So, und ja, zu den Tom-Haltern und Beckenhaltern und hier diesen super speziellen Konstruktionen gibt es natürlich noch ein paar andere Videos, denn da gibt es sehr, sehr viel zu erklären und euch auch zu zeigen. Ja, also ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Like, dann kommentiert es, dann abonniert meinen Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.